Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2007 die Weltmeisterschaft, 2004 ist er Europameister geworden. Mit dem HSV Hamburg gewann er die deutsche Meisterschaft, den deutschen Pokal und die Champions League. Ja, Fritze, also die Zuhörer haben sich ihn mehrfach gewünscht und wir haben natürlich keine Kosten und Mühe gescheut, ihn einzuladen. Wir begrüßen aus dem hohen Norden den Trainer des HSV Hamburg mit einem einfachen Moin, Thorsten Jansen. Thorsten, schönen guten Morgen. Ja, wir freuen uns, dass du auch zu dieser Uhrzeit uns zur Verfügung stehst. Es ist heute ein Morgen bei uns, ziemlich grau. Wie sieht es bei dir im hohen Norden aus? Ich kann mal kurz zeigen, ähnlich. Okay. Wenn man was sieht, grau. Grau und grau. Okay. Aber wie geht's dir generell momentan? Also rein persönlich alles okay, soweit. Gibt immer irgendwelche Baustellen, aber ja, grundsätzlich geht's mir gut. Über das Sportliche kann man immer diskutieren und sprechen, aber ja, sonst geht's mir gut. Ich hoffe euch auch. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das war jetzt gleich meine erste Frage. 15. Tabellenplatz. Aktuell 14 Punkte. Wie zufrieden bist du? Und wenn man die Tabelle anguckt, dann sieht man ja, dass es ein sehr enges Feld ist, nach oben und auch nach unten und so. Da ist Wunderkiste quasi, Bundesliga dieses Jahr, dass alles möglich ist. Ja, kennt man ja sonst eher aus der zweiten Liga, da ist es ja immer eng, aber dieses Jahr ist es doch ja so eng, wie man es niemals erwartet hätte, aber ja, ist eigentlich auch schön, weil die Herausforderung ist dann doch eine Sache, die man annehmen muss und mit der man dann jeweils auch leben muss. Auch ja, die letzten Spiele waren dann knapp verloren. Wir hatten auch in der Hinrunde schon viele Spiele, die knapp waren und die wir am Ende dann leider nicht gewinnen konnten. Aber ja, positiv bleiben, optimistisch bleiben und ja, die Energie, die man hat, den Jungs versuchen, mit auf den Weg zu geben. Thorsten, Fazit, Europameisterschaft. Erstmal die erste Frage, wo hast du die Spiele gesehen? Wir waren ja im Trainingslager auf Fuerteventura, haben da ein paar Spiele gesehen, ein paar haben wir noch zu Hause gesehen. Ja, Fazit. Ich würde mich eigentlich lieber auf meine Aufgaben da beschränken, weil da irgendwas ja, zu kommentieren oder zu analysieren, finde ich immer ein bisschen vermessen. Und ja, ich, wenn man das reine Ergebnis sieht, Vierter ist, glaube ich, eine gute Platzierung. Da kann man natürlich immer über das Wie sprechen oder warum hat man denn gegen Dänemark nicht gewinnen können. Also man hat gesehen, gegen Frankreich war es in der Vorrunde echt ein gutes Spiel und man sieht, was in der Mannschaft steckt und ja, alles Weitere ist dann ja, vielleicht auch Erfahrung. Da sind ganz viele junge Kerls dabei, die auf dem Niveau dann auch noch Erfahrung sammeln müssen und von daher bin ich ja jetzt nicht so negativ, wie das dann von einigen Seiten kolportiert wurde. Was ist dir besonders positiv aufgefallen? Vielleicht auch welche Spieler? Worauf kann man aufbauen? Weil wir haben ja auch 2027 die WM schon wieder im eigenen Land. Was sind da deine Punkte, die dich positiv stimmen, dass wir da vielleicht noch einen Schritt weiter nach vorne gehen können? Ja, eben diese Jugend und dieses Potenzial, was in der Mannschaft steckt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Fund und das sollte man nicht unterschätzen. Die ganzen anderen Mannschaften haben da so viele erfahrene Spieler in ihren Reihen. Ja, das haben wir noch nicht, aber das kommt mit der Zeit. Da muss man auch ein bisschen geduldig bleiben. Ja, jetzt habt ihr natürlich auch Nachwuchshandballer beim HSV. Wie sieht so die Nachwuchsförderung bei euch genau aus und macht Stefan Schröder seinen Job gut da oben? Ja, Schrödi wird uns ja im April verlassen, weil er sich einen Campingplatz gekauft hat in Dänemark. Und finde ich total cool, dass er gesagt hat, ich gehe mal raus aus dem Hamsterrad und mache mal was ganz anderes. Von daher, ja, das, um das mal abzuschließen, viel Spaß, viel Glück, Schrödi. Aber bislang ist, glaube ich, unsere Jugendarbeit echt von Erfolg gekrönt. Wir sind immer gerade in der A-Jugend, auch in der Meisterrunde und halten da gut mit. Da kommen immer Jungs, die auch bei uns regelmäßig beim Training sind, die auch im Trainingslager dabei waren und die auch eine Menge Potenzial haben. Ich
Ich sehe uns da auf einem guten Weg. Jetzt haben wir wieder einen Torwart, der auch schon mal gelegentlich bei uns trainiert und ja, stimmt mich positiv für die Zukunft. Gibt Jogi Bitter sein Tor schon frei ab und zu? Ja, der hat ja manchmal Körper und deswegen ist er da schon auch froh, wenn man da mal Entlastung anbieten kann im Training. Ja, Fritze, du kennst das ja. Das wird dann irgendwann nicht einfacher und die Bewegungen, da muss man vorher gut geschmiert und geölt sein, damit das alles irgendwie noch funktioniert. Und ja, so ist es dann bei Jogi auch hin und wieder. Okay, sind du, ich sag mal, wenn wir oftmals, entsteht ja immer wieder die Diskussion, Ausbildungssystem, Deutschland, was siehst du an positiven Dingen, was machen wir da in Deutschland gut und was ist vielleicht noch zu verbessern, auch im Vergleich zu anderen Nationen, weil wir ja vielleicht auch ein etwas anderes Ausbildungssystem haben. Hast du dazu eine Meinung? Ich habe dazu eine Meinung, auch wenn die jetzt nicht empirisch belegt ist oder so, aber also meine Kinder spielen ja auch Handball und da bin ich dann hin und wieder mal auf Turnieren und war auch letztens noch mal in Dänemark und da legen die, glaube ich, gerade in der Jugend Wert darauf, dass die ein ordentliches Passspiel lernen und das ist dann so angelegt, dass deren Abwehr, glaube ich, nicht über 9 Meter raustreten darf. So dass das Passspiel eben ganz anders entwickelt wird und das schon ja, mit 8, 9, 10 Jahren. Da ist bei uns das offensive System angesagt mit großen Räumen und großen tiefen Räumen und meistens sind dann so ein paar Spieler sehr, sehr gut. Die können das dann nutzen und da relativ wenig Hilfe kommt, machen die dann 6, 7, 8, 9, 10 Tore und lernen aber nicht den Ball weiterzuspielen und ja, das ist für mich ein Ansatzpunkt. Ob da jetzt in der Technikausbildung einiges anders läuft, das kann ich nicht beurteilen, aber allein das Grundsystem ist da schon ein anderes. In Skandinavien oder in Dänemark habe ich es jetzt gesehen auf dem Turnier. Ja, kann man ja vielleicht mal als Diskussionsgrundlage einfach mal stehen lassen. Also nicht als Strategie, das Spiel zu zerstören, sondern einfach erstmal ein Spiel zulassen, um dann die Individualität zu entwickeln. Das ist ja auch die Diskussion teilweise, dass im Jugendbereich der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund steht und nicht die individuelle Förderung. Ist das vielleicht auch ein Punkt, den man verändern könnte, dass einfach die Ziele im Jugendbereich etwas verändert werden? Ich meine, es ist klar, wenn man auf dem Feld steht, möchte man gewinnen, aber Ja, dass im richtig. Vordergrund vielleicht eher die individuelle Förderung des Athleten steht? Ich glaube, das ist jetzt in Skandinavien nicht großartig anders. Ich weiß, dass die da teilweise auch Mannschaften komplett durchmischen. Also nicht dann nach Stärke oder ja, nicht nach Stärke aufstellen, sondern die Mannschaften, die haben dann 2 oder 3 Mannschaften, die dann so durchmischt werden, dass da immer ein, zwei gute sind und es da überhaupt gar keine Rolle spielt, ob das jetzt die erste D-Jugend ist oder die dritte, die sind mehr oder weniger relativ homogen dann aufgestellt. Ob das daran liegt, weiß ich nicht, aber es geht da eher ums Passspiel, um ja, dass man gerade gegen so offensive Abwehrreihen ist das Passspiel natürlich schwierig zu erlernen. Da ja, sind meistens 1-1-Situationen auf weitem Feld oder auf ja, großem Raum zu spielen und das ist natürlich gegen eine defensivere Abwehr eine andere Geschichte. Also wir haben es verstanden, die Kritik am DHB-Ausbildungssystem, das gehen wir so Absolut, weiter. absolut. Das war Kann ich genau das, nur was Toto unterstreichen. sagen wollte. Ja, ganz genau. Also Das nicht mehr waren die deine 1-5-Deckung Worte. und 3-3-Deckung, sondern da muss 6-0 hinten reinstellen und dann zerstören. Ich möchte noch mal betonen, dass das eine Diskussionsgrundlage ist. Der Toto ist einfach Diplomat, sehr gut. Du warst als Spieler ja auch. Ja, eigentlich komplett. Du warst als Außen, hast du im Abwehr, also nicht Zentrum, aber auf der Halbposition verteidigt. Ich nehme da gerne immer das Beispiel der WM 2007, wo du eine hohe Effizienz hattest. Was sind Kriterien für dich, bevor du einen Spieler verpflichten würdest, was die Spielfähigkeit angeht, aber auch vom Typen her? Was gibt es da für Kriterien? Ein großes Feld jetzt. Ich versuche Was das muss mal ja auch den einigermaßen letzten Pass Zeit? haben. Ich versuche das mal einigermaßen strukturiert zu machen. Natürlich guckt man sich den einen oder anderen Spieler an und versucht das, was man für sein eigenes Spielsystem gerne hätte,
in diesem Spieler dann zu sehen und versuche das dann so, ja, so oft wie möglich dann zu sehen in unterschiedlichen Spielen. Am besten immer mal ein gutes Spiel und auch mal ein schlechtes Spiel sich angucken, und um dann zu sehen, ja, wie stabil ist so ein Spieler, was das rein Sportliche angeht. Und ja, also ein Eindruck im persönlichen Gespräch ist immer besonders wichtig. Was ist das für ein Typ? Ist das ein Mannschaftstyp? Ist das ein, so wie du, Zeitzi zum Beispiel? Oder ist das eher ein... war keine Kritik. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ist mir so rausgerutscht. Nein, aber auch da muss man gucken. Man hat natürlich unterschiedlichste Typen, auch charakterlich in seiner Mannschaft. Und das dann irgendwie ja, in die richtige Bahn zu bringen, wen kann man jetzt gebrauchen? Manchmal braucht man auch extrovertierte Typen, die das Ganze ein bisschen ja, nach vorne bringen, auf eine andere Art und Weise. Und das zu kombinieren, ist, glaube ich, letzten Endes das Entscheidende. Jeder hat ja seine eigenen Vorlieben. Der eine ist ruhig vorm Spiel, der andere erzählt noch Witze bis kurz vor Anpfiff. Und ja, das muss dann letzten Endes jeder für sich selber entscheiden. Aber ja, wichtig ist, dass es letzten Endes für die Mannschaft und für den Erfolg der Mannschaft passt. Und ja, da führen, glaube ich, viele Wege zum Erfolg. Und ja, das dann zu kombinieren und das dann im Vorfeld vielleicht abzuklopfen, so gut es geht, sich auch Informationen einzuholen von anderen Mitspielern, von Trainern, die mit den Spielern gearbeitet haben, sind da, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Und ja, ganz oft bekommt man den Spieler ja auch nicht, mit dem man spricht und mit dem man viele Gespräche geführt hat. Also das ist dann echt... ja, viel Arbeit für dann letzten Endes einen Spieler, den man holt, aus 80 Gesprächen. Aber scoutest du selber? Alles? Bitte? Scoutest du alles selber oder hast du da jemanden, der dabei hilft? Ja, wir haben ja schon ein paar Leute, die sich damit auch beschäftigen und die immer mal gucken und Vorschläge machen, und dann sitzen wir dann in etwas größerer Runde zu dritt oder zu viert auch und überlegen, wie wir, ob... ja, nein, vielleicht, welche Informationen wir noch brauchen, und dann ergibt sich letzten Endes ein Bild und wir sind uns dann entweder einig oder auch nicht einig, und ja, und dann, das ist so der Weg, grob. Welche Ziele habt ihr denn noch mit dem HSV dieses Jahr? Wo soll es noch hingehen? Alles andere als jetzt so schnell wie möglich Punkte zu sammeln, wäre, glaube ich, vermessen. Man weiß ja selber, wie das dann manchmal ist. Ich meine, du hast auch in Minden gespielt und da geht es dann immer nur darum, so das nächste Spiel anzugehen und da das Maximum rauszuholen. Und wenn man in einer nicht so optimalen Phase ist, wo vieles gegen einen läuft, dann auch den Kopf zu behalten und eben in entscheidenden Phasen ja die richtige oder die möglichst beste Entscheidung zu treffen, ist nicht immer einfach und wird ja mit jedem Spiel auch nicht einfacher. Und ja, da versuchen wir, ja, dass die alle den Kopf oben behalten und die Birne im richtigen Moment einschalten und im richtigen Moment auch manchmal ausschalten, wenn es dann um eine Entscheidung geht, die intuitiv dann getroffen werden muss. Und die kann man, glaube ich, auch nur treffen oder kann man nur richtig treffen, wenn man den Kopf einigermaßen frei hat. Apropos Kopf ausschalten. Im letzten Spiel hat Dani Bayens eine Wasserflasche aus dem Spielfeld geholt. Ja. Was sagst du da dazu? Also du warst da eigentlich sehr entspannt nach den 2x2 Minuten, die er schon hatte. Ja, ich wusste ja, dass laut Regel das eine Zeitstrafe nach sich zieht. Und da muss man in dem Moment dann schon den Schritt weiterdenken, weil man genau weiß, ja, es gibt jetzt die dritte 2-Minuten-Strafe. Vorher gab es eine wegen, glaube ich, nicht Abstand und einen Kopftreffer. Das sind natürlich so Sachen, ja. Und dann das dritte so eine, plus dann noch so ein komisches Kemper-Tor nach 28 Mal Arm oben, und das macht einen natürlich fertig. Aber ja, in dem Moment muss man dann gucken, so wie... Was machen wir jetzt in den nächsten 5 Minuten, um das Spiel eventuell noch zu gewinnen? Da kann ich den ja nicht zur Sau machen, weil der war eh schon durch, weil er auch wusste, dass er da Scheiße gebaut hat. Aber
Ja, und er ist einer, der immer vorweg geht und da kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Das aber ein Kabinenfest muss er schon noch rausgeben für die Aktion. Macht er sowieso mit lecker Poffertjes und ein bisschen Gouda oder so. Ja, das kostet garantiert was für die Mannschaft, falls so eine Aktion 2 Minuten zu bekommen. Toto, dein Co-Trainer ist Blasenko Laskovic. Das Thema Olympia 2004, ist das ab und zu Thema oder ist das vergessen? Nicht ganz selten. Also kann ich an einer Hand abzählen, dass wir das mal thematisiert haben. Die letzte Woche. Ja, okay, aber ja, gut, ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Aber war es ab und zu mal Thema oder? Ja, da ging es aber meistens eher um irgendwelche Sachen, die dann vor dem Spiel waren. Ich kann mich erinnern, dass wir da irgendwie am Olympischen Dorf alle waren, irgendwie in Feierlaune. Wir hatten das letzte Event da und haben auf irgendeinen Bus gewartet. Und es kam irgendwie dann irgendwann mal ein Bus und die Kroaten standen auch da. Und haben gesagt, ja komm, fahrt mal, nehmt ihr mal den ersten Bus. Und unser Bus kam nicht. Und dann kam hinterher so ein kleinen Bus, der dann irgendwie, ist der auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt verreckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Helft mir kurz. Mit 2 Promille im Kessel. Hallo. Na. Okay. Ja, aber das Spiel an sich, ich habe das schon wieder komplett vergessen. Ich weiß nur, dass es knapp war und dass der Kaleb irgendwie am Schluss zweimal trifft und das war es dann. Ja, die Außen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe an dem Tag Andrei Lavrov getroffen im Olympischen Dorf. Der war schon in Feierlaune, weil die hatten ihr kleines Finale schon gespielt. Und da hat er mir gesagt, weil er kannte die beiden, das war Sprem und Kaleb aus Zagreb. Hat er gesagt, ist ganz einfach, machst du so und so und so. Und die sagen, aha, alles klar. Und dass ausgerechnet die beiden dann die letzten Tore auch machen, das ging mir natürlich extrem auf den Sack. Aber ja, ärgerlich war tatsächlich, 35 Minuten hatten wir ja die Kroaten relativ gut im Griff. Und dann hatten sie Oberhand oder Oberwasser und so ist der Handballsport. Ja, ist ja auch schon verjährt. Deswegen reden wir ja auch nicht mehr drüber. Toto, wie siehst du generell die Entwicklung des Handballs? Mann, ja, stell doch Fragen. Das ist, also, es hat sich natürlich einiges geändert, aber in Bezug. Nehmen wir mal 2004 und 2024. Das ist wie in jeder Spielsportart, da entwickelt sich so viel, ob das im Fußball ist, im Handball ist. Der Trend ging ja jetzt auch lange Zeit dahin, dass viel mehr 1-1 und Weiterspielen praktiziert wurde. Viele Durchbrüche gibt es immer noch, aber jetzt in dieser Saison gibt es dann auch wieder mehr Rückraumwürfe und das Tempo ist natürlich nochmal höher geworden. Allein schon von den Torhütern, also wenn man ein Tor kassiert, der Torhüter hat ja nichts anderes zu tun, als der weiß ja gar nicht, was er zuerst machen soll. Erst den Ball halten oder soll ich lieber direkt einen Ball aus dem Netz holen, damit es schnell wieder nach vorne geht. Also das ist echt, das ist wahnsinnig nochmal schneller geworden. Die Spieler sind auch besser ausgebildet, wie ich finde. Also nicht nur rein handballerisch, sondern auch kraftmäßig, das gehört ja zur Basis mittlerweile und ich glaube, diese Entwicklung ist ja auch noch nicht abgeschlossen, wenn man dann zum Fußball guckt, wie die dann mit strikten Ernährungsplänen und ganz klaren Aufgaben da an die Sache rangehen, das absolut analytisch und wissenschaftlich betrachten, dann haben wir da schon noch ein bisschen Luft nach oben. Obwohl man es nicht ganz vergleichen kann, aber ja, im Handball ist eher der Kraftaspekt und der explosive Aspekt im Vordergrund und beim Fußball musst du ja schon, klar musst du da sprinten, aber das dann auch über eine längere Dauer, also ich glaube, der Trainingsansatz ist da ein anderer, aber grundsätzlich ist die Entwicklung schon krass, wie ich finde. Wir haben es vorhin gerade angesprochen vor dem Podcast, dass eigentlich, was die Ausdauer so betrifft, ist eigentlich schon fast die Grenze erreicht, weil jede Mannschaft quasi einen Athletiktrainer hat und da schon das, meiner Meinung nach, das Maximum rausholt. Aber wo der Handballsport in Deutschland oder in der Bundesliga noch so ein bisschen hinterherhängt, ist ganz klar die Ernährung nach den Spielen und auch so unter der Woche. Da ist uns der Fußball einen Schritt voraus. Und auch was die Regeneration betrifft, wenn man jetzt alle 3 Tage ein Spiel hat, dass wir dann noch ein bisschen uns weiterentwickeln können und auch müssen. Und ich glaube, da ist wirklich
noch großes Potenzial da, was den Handball betrifft. Ja, der Schritt geht ja da so in die Professionalisierung und in die absolute Professionalisierung. Und natürlich ja, ist das ein weites Feld, aber es ist auch ein Feld, was immer deutlicher macht, wie wichtig diese ganzen Dinge sind. Und ja, die meisten Spieler versuchen das ja auch oder machen das auch zu einem großen Teil. Ja, und wenn man jetzt manche Torhüter und manchen Kreisläufer dann ausnimmt, wenn man dann als Athletische geht, aber ja, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, wenn Johannes Gollerl ist natürlich so ein Paradebeispiel für eine Athletik. Aber dann sieht man jetzt auch wieder Torhüter, die ja auch Weltklasse-Torhüter, die jetzt nicht unbedingt sag, wie ja, es ist. Denkt, dass das jetzt Athleten sind. Die haben dann andere, die machen dann durch ihre Masse, durch ihre Fläche, machen die schon eine ganze Menge wett und haben einfach ein gutes Stellungsspiel und können darüber eben eine Menge des Tores schon abdecken. Also es ist verrückt, aber der Handball tendiert dahin. Du meinst aber nicht den dänischen Nationaltorhüter, oder? Landin, oder was? Oh, der war stark. Genau. Nein, aber diese Fähigkeit, das bewundere ich auch, Milos Savljev oder hier den Franzosen bei Kiel, dass du im ersten Blick vielleicht nicht sagst, okay, was, kein Athlet, aber das ist genau das, was ich halt super finde, dass du im Handballtor gewisse Fähigkeiten haben musst, ob groß, lang, dick, dünn, um Bälle zu halten. Und das zeigt eigentlich, dass jeder mit einem gewissen Potenzial auch im Tor stehen kann. Wir haben jetzt das Thema Regeneration und Ernährung angesprochen. Inwieweit hast du die Möglichkeit, deine Jungs da, ich sag mal, zu sensibilisieren und das dann auch im Alltag mit umzusetzen? Ja, sensibilisieren, ja. Dass wir da jetzt irgendwie labortechnisch irgendwas untersuchen und denen auch ganz klar sagen, was sie essen dürfen und was nicht, das so weit führt es noch nicht. Aber natürlich ist das ein Feld, was irgendwann auch bearbeitet werden kann. Ja, da sind wir natürlich beim Fußball auch in anderen Sphären, wo man dann irgendwann sagt, ja, die verdienen so viel Geld, die müssen jetzt auch irgendwann mal sagen, entweder entscheide ich mich dafür, dass ich sage, ich mache das komplett, ganz oder gar nicht. Und aber da sind wir, glaube ich, beim Handball noch nicht so weit, als dass man das auch als Grundvoraussetzung erwarten kann. Aber vielleicht ist das auch, kommt das intern dann irgendwann, dass viele sagen werden, ich werde mich so gut ernähren, dass in dem Feld gar keine Zweifel mehr bestehen, dass ich professionell Handball spielen werde. Und dann ist das eine, ja, dann sortiert es sich quasi von selber. Weil alle, die es dann machen, die werden besser sein als die, die es dann nicht machen. Und dann ist das ein normaler, ja, darwinistischer Prozess, glaube ich. Aber es ist ja meistens so, dass die Probleme kommen bei Auswärtsfahrten oder nach Spielen, dass da ja die Ernährung da nicht so gut ist. Henning hat immer eine Tafel Schokolade nach dem Spiel gegessen. Der muss alles petzen, echt. Spaghetti Carbonara mit Matthias Andersen zusammen und abends noch eine Tafel. Ja, als Torwart Schokolade. Darf man das noch. Als Torwart ist doch Pflicht. Du, ich habe reingeschoben, was ging. Ich bin nicht breiter geworden. Also, ja. Wäre vielleicht eine Option gewesen, Krafttraining zu machen, aber ich habe das eher über diese Dinge versucht, hat nicht funktioniert. Ja, ja, das hängt ja aber davon ab, welche Fähigkeiten hat man. Und wenn du einfach nicht dick wirst, dann ist das so. Dann machst du das über andere fantastische Attribute wett und hast ja auch den einen oder anderen Ball gehalten. Das ist ja auch keine Pflicht. Ne? Das ist ja nicht so, dass jetzt im Finale da Nielsen und Bellersen das Nonplusultra waren und sind, sondern ich meine, Niklas Landin ist ja ein athletischer Torwart. Es gibt auch andere, Perez, De Vargas, athletischer Torwart. Viele andere, die ich jetzt nicht genannt habe. Also es gibt da ja keinen Muss, sondern es ist ein Kann. Und ja, das kann man durch unterschiedlichste Attribute kompensieren. Welche Erinnerung hast du an 2007? Also ich glaube, du standest ja nicht so im Vordergrund, aber warst doch einer der wichtigsten Stützen der Mannschaft quasi. Hast wichtige 7 Meter geworfen,
warst sehr treffsicher, das ist große Trefferquote auch gehabt und warst auch in der Abwehr ein entscheidender Mann. Ja, letzten Endes, ich glaube, letzten Endes geht es sowieso immer nur um den mannschaftlichen Erfolg und welchen Teil man dazu beiträgt, wie groß der ist, das letzten Endes entscheiden das auch oft der andere, die Bewertungen und Analysen. Wichtig ist, dass wir das irgendwie geschafft haben, wir drei ja auch unter anderem. Und wie gut oder wie schlecht man da, welchen Teil man dazu beigetragen hat, selbst die, ich meine, Heiner hat das ja selbst nach dem Spiel noch gesagt, dass selbst die keine Sekunde gespielt haben, dass die eine wichtige Funktion hatten. Und das sehe ich mittlerweile jetzt, wo ich Trainer bin, sehe ich das ähnlich. Also man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Und ja, ich finde es immer ganz gut, wenn man sich selber da nicht so wichtig nimmt oder über seine tolle oder manchmal auch schlechte Leistung zu viele Worte verliert. Also Henning weiß noch ganz genau, wie lange er gespielt hat im Turnier. Das ist ein Spieler. Naja, aber du bist ja wirklich immer sehr, sehr ruhig und da auch bescheiden. Gibt es irgendwie einen emotionalen Moment von 2007, an den du dich gerne erinnerst? Oh, ich glaube, da gibt es einige. Wenn man sich das, also ich habe mir jetzt in den letzten Jahren habe ich mir gar nichts angeguckt, aber irgendwann habe ich mir was angeguckt und da habe ich eigentlich in jedem Spiel so ein paar ja, Momente gehabt, ach ja, da kann ich mich dran erinnern oder vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels gab es immer in jedem Spiel, ob das jetzt diese Geschichte mit der Pizza war oder ja, im Frankreich-Spiel, wo es dann eigentlich kurz vor knapp ist und wir es irgendwie noch gewinnen und also ähnlich wie jetzt, wenn man das vergleicht, die Franzosen haben diesen Freiwurf kurz vor Schluss oder der ist eigentlich schon, das Spiel ist schon vorbei und der Prandi haut den rein und die kommen dann glücklich ins Finale, obwohl sie eigentlich schon vorher ausgeschieden sind, weil sie bei Gottfriedsson irgendwelche Schritte abpfeifen. Das ist, da gibt es natürlich genauso wie da gibt es diese Geschichte mit Gigou, der dann den Ball da irgendwo raus fischt und dem sie dann Schritte abpfeifen, obwohl es keine sind. Also das, man sieht, wie eng das alles ist und wie viel Glück dann teilweise auch dazu gehört, um so ein Turnier zu gewinnen. Gerade wo es dann immer enger wird und jede einzelne Szene wichtig sein kann. Also bei Gigou kann ich mich erinnern, es waren 3,5 Schritte. Also da müssen wir ja korrekt bleiben. Ja, dann ist es ein Regelverstoß, ein klarer, und dann ist das ähnlich zu bewerten wie Danny Bayerns klarer Regelverstoß, das wird zurückgepfiffen und sind wir alle d'accord. Deswegen gab es den Heimvorteil 2007. Also da müssen wir auch mal was Gutes dafür haben. Ja, vielleicht noch einmal da auf die Atmosphäre. Also ich war jetzt in der Arena auch in Köln wieder, war wieder eine tolle Atmosphäre. Aber sowas wie 2007, ich glaube, jeder kannte das aus seinem Verein, ob jetzt du aus Hamburg, wir in Kiel hatten eine tolle Atmosphäre, aber ich fand 2007, das war da ja natürlich auch ein bisschen von der Fußball-WM ein halbes Jahr vorher profitiert haben. Was hast du da für Erinnerungen? Hat dich das in irgendeiner Form getroffen oder warst du so fokussiert, dass du das gar nicht wahrgenommen hast? Ich habe jetzt die Spiele auch immer am Fernseher verfolgt, aber mein Eindruck war auch, dass es 2007 lauter war, aber das mag jetzt auch subjektiv sein. Wenn ihr in der Halle wart, könnt ihr das besser beurteilen, aber ja, vielleicht entwickelt sich der Handball auch eher dann zum Eventpublikum, dass das nicht mehr ganz so frenetisch und fanmäßig ist, aber den Eindruck hatte ich, aber ich mag auch falsch liegen. Das kam vielleicht daran, dass du damals auf dem Spielfeld warst oder wir auf dem Spielfeld waren und nicht bei den Zuschauern. Aber. Ja, es war schon, es war ja wieder ein bisschen schick, die deutsche Fahne zu schwenken, die Hymne zu singen. Also gefühlt, wir haben eine andere Rolle gehabt. Wir standen damals unten, heute stehst du oben, da wird natürlich alles ziemlich laut gedreht. Aber mir war das auch so, dass gefühlt die ganze Halle lautstark die deutsche Hymne gesungen hat und das war schon eine sehr coole Sache. Vielleicht guckt man sich dann die waren es noch Videos? Ach nee, man hat das mittlerweile digital. Ne? Kann man sich das nochmal angucken? VHS-Kassette, meinst du? Bitte? Meinst du eine VHS-Kassette? Ja, genau. Da müssen wir nochmal gucken, ob es die Technik noch gibt. Ja. Du bist
ein sehr besonderer und ruhiger Vertreter in der Trainerbranche auch. Wie sieht bei dir eine Besprechung aus vor dem Spiel und auch Auszeiten? Also was ist da, bist du auch jemand, der mal, ich sag mal, die Truppe zusammenscheißt oder bist du da immer sehr ruhig und analytisch? Wie ist da deine Philosophie? Hast du eine Philosophie oder machst du es einfach so, wie du bist? Ja, ich habe auch gemerkt, man muss ja immer mal gucken, dass man das reflektiert, was man dann gemacht hat. Und ich habe einige Male, wo ich dann zu emotional geworden bin und wo ich mich zu sehr geärgert habe, da fehlt dann der analytische Teil. Und ich versuche das immer einigermaßen im Zaum zu halten, weil ich weiß, wenn ich zu emotional werde, dann bin ich eben nicht konstruktiv genug. Und ich versuche da diese Balance zu halten, aber gelingt mir auch nicht immer. Gerade jetzt, wo wir jetzt auch wirklich viele wichtige Spiele haben und wo man dann unten steht und diesen Druck so ein bisschen merkt, muss man sehen, dass man sich da im Zaum hält, weil man will ja das Spiel gewinnen. Ich will, die Jungs geben alles und die hauen auch alles rein, aber wenn ich die dann noch zusammenscheiße, vielleicht werden die auch mittlerweile oder sind alle sensibler, weil wir haben das ja alles schon erlebt, was man da so alles von Trainern hört, das hat sich ein bisschen verändert. Und Hast du Beispiele aus der eigenen Karriere, wo Trainer mal so ein paar Highlights rausgehauen haben? Ja. Hast du ein Beispiel? Ach so, das kann ich leider nicht nennen. Du musst ja nicht den Trainer nennen, sondern vielleicht, wie die Situation war. Ja, nein, aber dass man nach dem verworfenen Ball mal richtig einen auf den Deckel kriegt, das war schon mal. Hast du einen Wortlaut, den wir nicht zensieren müssen? Ach so, nee, ich weiß, ich kenne den Wortlaut auch nicht mehr so genau, aber das waren deutliche Worte. Sagen wir es mal andersrum. Von welchem Trainer hast du am meisten gelernt in deiner aktiven Zeit und kannst auch jetzt selbst als Trainer was mitnehmen oder hast was mitgenommen? Also ich hab tatsächlich von vielen mir was mitgenommen, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Also zum Beispiel Dinge, die ich machen möchte, habe ich mir Sachen nicht abgeguckt, aber zumindest in Erwägung gezogen, sie zu versuchen umzusetzen. Und andere Dinge habe ich auch gesagt, nee, also sowas möchte ich nicht machen. Und ja, das ergibt dann irgendwann eine Mischung. Ja, man ist ja auch dann man selbst, kommt man ja gar nicht drum rum. Und versucht seinen eigenen Charakter und seine eigenen Vorstellungen mit einzubringen und das dann gemischt ergibt dann das, was die Jungs dann jetzt jeden Tag so sehen. Dann gibt's einen Trainer, der dich oder wo du sagst, der hat mich am weitesten gebracht. Du hast ja auch unter Bob Hanning damals noch trainiert, weiß ich. Zweite Liga in Solingen gespielt. Oder ja, Martin Schwalb war ja auch dein Trainer. Die Lockerheit vielleicht. Die haben mich alle auf eine gewisse Art und Weise geprägt. Nochmal, da ist ja jeder ist ja sehr individuell und jeder Trainer ist absolut individuell. Man kann dann sagen, ja, der eine ist eher lauter, der andere ist eher leiser. Weder gut noch schlecht, keine Wertung, sondern einfach nur ja, inhaltliche Dinge oder Dinge, wenn es um die Trainingsbereitschaft geht. Ja, dann wird man natürlich in der Jugend mehr geprägt als vielleicht im Erwachsenenalter. Aber ja, klar, hat Bob da eine ganze Menge Einfluss gehabt. Und auch Schwalbe hat eine Menge Einfluss gehabt. Dinge, die er ganz anders gehandhabt hat. Weder gut noch schlecht, sondern einfach Fakt. Und ja, daraus sich immer wie bei so einem beim Buffet sich so ein paar Dinge rausnehmen, die man selber gut findet, die man selber nicht so gut findet, wo man sagt, oh, bitte da sei vorsichtig, wenn du in diese Situation kommst, mach es so und so und nicht so, wie du es mal irgendwo bei irgendwem gesehen hast. Das ist das Einzige, was ich da so sagen kann. Und welche Erfahrungen als Spieler gibst du deinen eigenen Spieler weiter? Was gibt's da, wo du sagst, okay, daraus könnt ihr lernen von mir?
Ja, ich bin immer ein Freund davon, diese Basisdinge zu wiederholen und richtig und gut zu machen oder zu versuchen, die zu perfektionieren. Ich glaube, jeder Spieler, habe ich ja eben schon gesagt, er ist sehr individuell und jeder muss sich das raussuchen, was für ihn am besten passt. Dehne ich mich jetzt vor dem Spiel oder mache ich es nicht? Oder gehe ich vor dem Spiel noch in den Kraftraum oder mache ich es nicht? Lese ich vorher ein Buch oder höre ich Musik oder gehe ich raus und kicke noch eine Runde? Erzähle ich Witze bis zum Anpfiff oder halte ich mein Maul? Das ist sehr individuell und da muss sich auch jeder das rausnehmen, was er braucht. Letzten Endes gibt es immer so diese, ich habe immer versucht, da so diese Anspannung und Lockerheit, da muss es ja irgendwie ein Mischverhältnis geben. Ne? Und der eine braucht ein bisschen mehr von dem, der andere braucht ein bisschen mehr von dem, aber wenn man da für sich die gesunde Balance findet, dann ist man ganz gut aufgestellt. Ob es immer funktioniert, kann man ja auch nicht sagen. Der eine zieht sich seinen rechten Schuh zuerst an und macht noch einen Handstand oder was auch immer. Und das, ja, ich versuche dieses Mischverhältnis denen immer wieder zu zeigen, ja, ihr müsst die Lockerheit haben, ihr müsst intuitiv auf dem Spielfeld handeln können und nicht irgendwie vorgenommen und ja, diese positive Energie mitzunehmen ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Wie war in deiner aktiven Zeit, was waren deine Rituale, möchte ich mal sagen, vor dem Spiel, um dich in den Fokus zu bringen? Ich war da eigentlich eher ruhig. Ich weiß genau, andere, auch im Verein, die haben dann in der Kabine mit Bällen rumgespielt und haben da rumgeflaxt. Das war jetzt nicht so mein Ding, aber ja, nochmal, jeder so, wie er das für sich am besten findet und wie er seine Erfahrung gesammelt hat und welche Vorbereitung er braucht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ob man eine Stunde vorher da ist und sich erstmal umzieht oder noch zwei Kaffee trinkt oder drei, jeder so, wie er es braucht. Also ich kann mich da gut an die Situation erinnern, 2007, wie Olli Rogic da, glaube ich, 1,5 Stunden mit dem Ball rumgespielt hat und du saßt ganz entspannt da und hast dein Buch gelesen, wo ich auch dachte, vorm Finale liest er noch sein Buch da ganz entspannt. Ja, aber das ist doch ein gutes Beispiel. Der eine ist hibbelig, der Olli, der wusste nicht, wohin mit seiner Energie und hat das aber trotzdem natürlich im Spiel überragend umgesetzt. Und auf der anderen Seite ich, oder ja, mein Zeitz, du bist ja auch dafür bekannt, dass du eher jetzt nicht so viele Worte gemacht hast, sondern eher gemacht hast. Und das ist auch völlig okay. Vielen Dank. Fritze, Hast du ist das vorher jetzt noch nur? Bus Ja, gefahren. okay. Ja? Ich kann mich da, wir haben ja zusammengesessen. Du warst wirklich ruhig. Ich habe auch versucht, eigentlich eher mich zu konzentrieren und zu fokussieren. Also deswegen, ich gebe dir recht, jeder so, wie er es braucht. Ne? Ja, ich kann mich Aber noch erinnern, ich du hast dann auch, glaube ich, bei diesem Kamerateam nach irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, war es gegen Spanien oder so, wo du auch dein Innenleben kurz ausgekrempelt hattest und gesagt hast, ja, boah, immer wieder diese Anspannung und Entspannung, als Torwart ist das ja besonders, ja, dass du im Angriff, oder wenn unsere Mannschaft im Angriff ist, du diese Entspannungsphase hast und dann heißt es wieder so volle Konzentration, jeder Ball, du bist die letzte Instanz da im Tor. Da braucht man auch so eine mentale Stärke, um das immer wieder machen zu können. Dieses Hochfahren, wieder runterfahren, Spannung, Entspannung. Und ja, jeder hat da seine eigenen Vorlieben und das kommt mit der Erfahrung, glaube ich. Du hast vorhin mit dem Kopf frei zu bekommen. Nehmen wir mal dieses Spiel 2007, Halbfinale gegen die Franzosen. Da kannst du dir ja auch nicht über jede Aktion wirklich Gedanken machen. Weil wenn du dir jetzt Gedanken machst, ach Gott, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wirst du nie zu 100% diese Leistung abrufen, sondern am Ende musst du in dem Moment wirklich tun. Ja, so, und dafür musst du dich in einen Zustand bringen, der halt nichts in Frage stellt, sondern einfach nur nach vorne denkt, ja. Ja, und das ist jetzt mittlerweile im modernen Handball ist das ja noch krasser geworden. Ja, die eine Aktion ist gerade beendet, also Torwurf von mir aus Tor. Der Torwart, der sich ja eigentlich jetzt in dem Moment ärgern müsste, dass er den Ball bekommen hat, seine Vorderleute noch anscheißt, weil der Block nicht richtig stand oder zu wenig Kontakt war oder zu viel oder was auch immer. Der hat nicht eine Nanosekunde Zeit, darüber nachzudenken, sondern seine nächste Aufgabe ist, den Ball so schnell wie möglich und so präzise wie möglich wieder nach vorne zu spielen. Genauso wie der Abwehrspieler
sich da jetzt nicht noch die Arme hochreißen kann und sagt, Scheiße, hier Fritze, hast das Ding wieder nicht gehalten, du Wurst, sondern der muss wieder nach vorne rennen und muss versuchen, seinen Fehler zu kompensieren, indem sie ein schnelles Tor über die schnelle Mitte machen. Und ja, diese in diesen Tunnel zu kommen, der aber nicht zu eng werden darf, sondern der irgendwie immer relativ breit sein muss, aber auch nicht zu breit sein darf, diese Balance dazu finden, ist echt schwer. Toto, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wie der Tagesablauf so ungefähr als Spieler war, ne? Also Training, Essen, Regeneration, Training. Das hat sich ja jetzt als Trainer etwas verändert, hast aber natürlich auch ein Familienleben. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Ja, das geht. Das ist natürlich immer optimal, aber ich bin jetzt, oder wir sind da als Verein nicht in der Situation, dass wir alle 3 Tage spielen. Und letztens hat Berlin bei uns gespielt, die waren dann, sind zu uns gefahren, waren im Hotel, müssen dann zum Flughafen, weil sie am nächsten Tag wieder nach Rumänien fliegen, da ein Spiel haben, dann kommen die nach Hause, haben dann wieder ein Spiel 2 Tage später. Also ich meine, diesen Rhythmus hatten wir als Spieler, den habe ich jetzt als Trainer momentan nicht. Aber wenn das auch noch dazu käme, dann wäre es schon eng. Und das mit Videoschneiden, gucken, was ist in der Zukunft, welche Spieler sind interessant, was können wir da machen. Das, ja, da muss man gut geplant in den Tag gehen. Ich versuche mir da so eine Grundstruktur beizubehalten, dass ich relativ früh schon mit den Gegneranalysen anfange. Das geht aber auch nicht immer, weil dann hin und wieder dann ist mal 3 Tage vorher noch ein Spiel von denen. Das muss man dann auch noch irgendwie mit in den Schnitt nehmen, sodass man dann immer wartet. Aber grundsätzlich, ja, versuche ich die Dinge so früh wie möglich fertig zu haben, sodass man dann auch den Fokus fürs Spiel haben kann und sich dann auch, ja, bei manchen Dingen muss man sich auch ablenken, weil wenn man den ganzen Tag nur darüber nachdenkt, was man wie wann in welcher Situation macht, da wird man ja wahnsinnig. Ja. Und ja. Toto, bin ich richtig informiert? Ist der Stand richtig? Du hast 4 Kinder? Ja. Gut, ich frage, also man weiß ja nicht. Nee. Wir wollen ja auch noch ein bisschen beschäftigt. Eine klare Aussage. Also ich bewundere, ich habe 2 Kinder, deswegen 4 Kinder, also größten Respekt. Was nimmst du da mit, ich sag mal, aus der Erziehung der Kinder zu deinen Jungs, die ja dann auch, ich sag mal, in einem gewissen Maße Kind sind? Gibt es da Überschneidungen, wo du sagst, hey, da kannst du gut Dinge adaptieren, entweder in die eine oder auch in die andere Richtung? Ja, fällt einem immer wieder auf. Auf einer anderen Ebene natürlich. Weil bei dem einen geht es dann ja eher dann um inhaltliche Dinge, natürlich manchmal auch um emotionale Dinge, aber weniger als bei der eigenen Familie. Und deswegen ist das ja doch eher zu unterscheiden. Aber ja, grundsätzlich muss man sehen, dass es läuft. Das ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit. Und ja, man versucht so geradeaus wie möglich zu sein, auch wenn es manchmal dann zu Diskussionen kommt. Und das ist ja bei den Jungs nichts anderes als bei der Familie. Ne? Da muss man auch Entscheidungen treffen, die nicht immer auf ein Juhu stoßen. Und ja, so ist das natürlich dann beim Training auch, wenn es dann heißt, so, wir trainieren morgen aber doch. Oder wir machen jetzt doch nochmal auf 2 Tore und geben nochmal Gas. Der eine sagt, oh, so, Arschbacken zusammen jetzt auf, sieh zu, morgen ist frei, also haut nochmal rein, so, also müde, schwere Beine, aber das höre ich jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr. Deswegen bin ich da ein bisschen. Was gibt es für Diskussionspunkte bei den Kindern, wo du versuchst zu argumentieren? Ja, Handy natürlich, kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Was sind die Lösungen? Also wenn du jetzt nur sagst, nicht Verbot vorhanden, ist natürlich blöd, vorhanden. Aber wir sind zu keiner Lösung gekommen. Das ist ein laufender Prozess. Das ist ein laufender Prozess, wollte ich gerade sagen. Ja, das kenne ich. Also ja, echt schwieriges Thema, aber echt eine Herausforderung. Ja. Toto, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du unseren Zuhörern, Zusehern sagen möchtest?
Jetzt, wo wir zu dritt mal zusammensitzen, das ist schon kurios. Ja? Also, wenn man jetzt so ein paar Jahre oder sagen wir mal 10, 15, 20 Jahre zurückschaut, sagt mal der eine, ja, Zeitzieher, der ist verheiratet, Fritze macht einen Podcast und ich bin Trainer, hätten alle gesagt, vor 20 Jahren hier. Also bei Vergesst. Zeit, sie hätten ja fast mehrere Punkte, passt verheiratet und Podcast, ja, Ja, aber das stimmt. Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen, aber ja. das ist ein guter Schneiden wir Ansatz. raus. Ja. Das Leben birgt immer Überraschungen, ne? Ja. Zu viel Plan funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Das stimmt. Es war ja schon bei Flo so, dass er gesagt hat, er kann sich nie vorstellen, Trainer zu werden. Und jetzt ist er auch Trainer geworden. Jetzt ist er Das ist aber auch ein Vollblut-Trainer. Beispiel. Ja. Genau, genauso. Super, Toto, wir sagen vielen Dank, drücken dir die Daumen für die Saison, dass Danke. alles in Erfüllung geht und dann freuen wir uns, wenn wir uns persönlich irgendwann wiedersehen. Dir alles Gute. Da freue ich mich auch drauf. Ihr Ciao, beiden. ciao. Toto, ciao.